Hallo und herzlich willkommen zum Fitnessprofessor. Heute möchte ich euch eine ganz wichtige Stabilisationsübung für den Rumpf zeigen. Viele von euch werden sie kennen, die Planke oder auch Ellbogenstütz. Aber ich zeige euch sie von ganz leicht bis ganz, ganz, ganz schwer. Die meisten von euch werden die Übung schon kennen. Der sogenannte Ellbogenstütz oder auch Plank oder Planke genannt, ist eine der besten Rumpfstabilisationsübungen, die es überhaupt nur gibt. Und ich möchte euch zeigen, wie kann man die anwenden wirklich mit Leuten, die ganz schlecht trainiert sind, aber wie kann ich die auch anwenden mit Hochleistungssportlern, sehr gut trainierten. Um das nicht selber vormachen zu müssen, habe ich mir mal wieder Hilfe geholt. Die Caro, Studentin von mir, wird euch das mal vormachen. Wir fangen mit der ganz einfachen Variante an. Caro, geh mal bitte in den Vierfüßlerstand auf dem Ellbogen. Genau, achtet bitte darauf, dass einfach das Schultergelenk senkrecht über dem Ellbogengelenk ist, das Hüftgelenk senkrecht über dem Kniegelenk. Jetzt ist der Rücken schön lang gestreckt und der Bauchnabel fest nach innen eingezogen, um so ein bisschen Transversusaktivität, tiefe innere Bauchspannung aufzubauen. Füße leicht in den Boden, als wenn ihr gleich lossprinten wolltet, aber alles, was gleich hochgeht, ist im Prinzip nur das Knie. Bitte einmal die Knie ungefähr 2 cm anheben, halten und das ist schon alles. Sehr schöne Stabilisation im Rumpf, der ganze Körper ist beteiligt, schön weiteratmen. Das kann sogar Oma Mustermann. Super, kurze Pause. Jetzt machen wir das etwas schwerer, so wie es die meisten aus dem Sportunterricht kennen, in der Langform. Längerer Hebel, das bedeutet, hier wird es jetzt schwerer für Sie. Deswegen wieder gut gegenstabilisieren im Bauch, Bauchnabel nach innen einziehen. Die werden die meisten von euch kennen. Wenn wir das schwerer machen wollen, könnten wir zum Beispiel einen Arm abheben. Ja, ihr seht, da wird es schon etwas wackeliger. Wenn wir es noch schwerer machen wollen, natürlich ein Bein abheben. Jetzt ist es schon richtig schwer. Und wenn wir es richtig, richtig, richtig schwer machen wollen, können wir es als Partnerübung machen. Zum Beispiel im Personal Training oder auch mit meinem Trainingspartner zusammen. Tolle Übung. Caro, mach nochmal eine kurze Pause vorher, sonst schaffst du das nicht. Und zwar geht es darum, ich werde jetzt Ihre Füße hochheben, Ihre Beine hochheben. Und dann werde ich randomisiert, also ich sage ihr nicht, welches Bein, einfach ein Bein fallen lassen. Und ihre Aufgabe ist, das möglichst mit einer reflektiven Kontraktion, gerade im Rumpf und in der Hüftmuskulatur, zu verhindern, dass das Bein nach unten wegfällt. Unheimlich schwer, probiert es noch nicht aus, schaut es euch erstmal an. So, Caro, bist du bereit? Ja. Gut, ich nehme jetzt das hoch, schön Bauchspannung halten und ich lasse ein Bein los. Oh, gut gehalten, sehr schön, sehr schön. Ah, auch gut, auch gut. Ja, ja, der Lerneffekt ist schon da, aber sehr gut, gegenhalten, gegenhalten. Okay, hast du prima gemacht. Ist sehr schwer, oder? Ja. Das ist, ja, probiert es einfach mal aus, aber nur, wenn ihr schon gut vortrainiert seid, ansonsten zerreißt es euch den Rücken. Generell aber eine tolle Übung, die Planke, viel Spaß dabei. Ja.